In diesem Video geht es allgemein um Funktionen und um Eigenschaften, die Funktionen haben können. Wir betrachten ja allgemein Funktionen und zuerst definieren wir und sagen, eine Funktion oder auch Abbildung f von x nach y ordnet jedem Element aus einer Menge x genau, das heißt eindeutig, ein Element aus einer Menge y zu. Und man schreibt das dann eben so, wie man es kennt, y ist gleich f von x und dabei nennt man y das Bild von x oder auch den Funktionswert für x und x umgekehrt das Urbild von y. Gucken wir das einmal an, was wir damit meinen. Wir nehmen an, wir haben eine Menge, da sind, sagen wir mal, Buchstaben drin, also a, b, c, d und e vielleicht. Und das ist unsere Menge x. Und wir haben außerdem eine zweite Menge, da sind, sagen wir, vielleicht mal Zahlen drin, 1, 2, 3, 4 zum Beispiel. Und was wir jetzt haben wollen, das ist die Menge y. Und wenn wir jetzt eine Abbildung haben wollen oder definieren möchten, dann müssen wir eine Vorschrift finden, sodass wir für jedes Element der Menge x genau ein Element der Menge y zuordnen können. Und das können wir zum Beispiel so machen. Das geht dann hier so rüber. Und an der Stelle sehen wir schon, worauf es ankommt. Erste Sache, die wir nicht haben dürfen, ist, dass wir hier von einem Element des Definitionsbereichs, dass wir da zwei ausgehende Pfeile haben. Das darf nicht sein. Diese Zuordnung muss eindeutig sein. Das heißt, wir müssen für jedes Element der Ausgangsmenge müssen wir genau ein Zielelement haben. Was nicht gefordert ist, ist, dass in der Menge y, dass dort nur ein Pfeil ankommen darf. Das wäre erlaubt bei einer Funktion. Und was wir aber auch nicht erlauben, ist, dass hier noch so ein Element übrig ist. Also wenn wir hier ein Element f hätten, was nicht zugeordnet wäre, dann würde man von einer sogenannten partiellen Funktion sprechen. Und das haben wir hier an der Stelle erstmal nicht erlaubt. Das heißt, der kommt auch raus. Mit einer solchen Funktion kann man ganz unterschiedliche Sachen zuordnen. Wir sind hier noch nicht festgelegt. Das können so klassische Sachen sein, die Sie vielleicht noch aus der Schule kennen, dass man zum Beispiel einen zurückgelegten Weg einer bestimmten Zeit zuordnet. Das ist eine Möglichkeit, solche reellen Funktionen. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Wir können auch Personen ihr Alter zuordnen. Das wäre auch ein funktionaler Zusammenhang. Oder den Kontostand oder solche Sachen. Betrachten wir nun einmal die erste Eigenschaft von Funktionen. Und das ist die sogenannte Injektivität. Und eine Funktion f von x nach y heißt injektiv, wenn nicht zwei unterschiedlichen Elementen von x das gleiche Element von y zugeordnet wird. Das heißt, wenn wir die Folgerung haben, dass wenn f von x1 gleich f von x2 ist, dass da noch x1 und x2 gleich sein müssen. Gucken wir auch das nochmal kurz an einem Beispiel an, wie das aussehen sollte. Eine Funktion, die injektiv ist. Wieder hier a, b, c, d und e. Und auf der rechten Seite, das ist wieder unsere Ausgangsfunktion, linke Menge x. Und auf der rechten Seite haben wir auch nochmal eine Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt wollen wir so eine Zuordnung haben, die von der einen Seite auf die andere Seite irgendwie abbildet. Das mache ich wieder mit Pfeilen. Also so abbilden, so abbilden, so, das C auf die 2 vielleicht. Da, hier. So, und was jetzt wichtig ist, ist, es ist erlaubt, dass hier auf der rechten Seite, dass da Elemente übrig bleiben, wo kein Pfeil endet. Das ist möglich. Was nicht erlaubt ist, ist, dass an einer Stelle zwei Pfeile von links auf dem gleichen Element enden würden. Das wäre nicht erlaubt bei einer injektiven Funktion. Das ist aber hier nicht. Wir haben hier für das a haben wir die 1, für das b haben wir die 3, für das c die 2, die 4 und e die 6. Und jeder wird nur einmal erwischt. Hier enden nicht an irgendeiner Stelle 2. Und damit das hinkommen kann, kann man auch schon so ein bisschen was über die Größe sagen. Und was man schnell sieht, so eine injektive Funktion kann es nur geben, wenn die Menge y mindestens so viele Elemente hat wie die Menge x. Sonst wird das nicht funktionieren. Eine typische Funktion, die injektiv ist und die Sie vermutlich alle kennen, wäre die Zuordnung
die jeder und jedem Studierenden die Matrikelnummer zuordnet, weil es dürfen natürlich nicht zwei Studierende die gleiche Matrikelnummer bekommen. Die nächste spannende Eigenschaft ist die sogenannte Surjektivität und wir definieren, dass eine Funktion f von x nach y surjektiv heißt, wenn jedes Element aus groß y durch die Funktion f auch zugeordnet wird. Das heißt, wenn wir für alle Elemente klein y aus groß y, die da drin sind, ein Element klein x aus groß x finden können, sodass f von x gleich y ist. Auch das kann man wieder am besten mit einem Bild sich klar machen, was da gedacht ist. Also wenn wir hier a, b, c, d und e wieder haben und auf der rechten Seite, das ist jetzt aber die Bedingung, dass wir da alle Elemente erwischen müssen. Also das ist wieder die Menge x. Und auf der rechten Seite, zweite Menge, da ist vielleicht 1, 2 und 3 drin. Das soll die Menge y sein. Und eine Funktion, die surjektiv ist, die muss jedes Element y als Bild haben. Das heißt, da muss immer ein Pfeil enden. Und das können wir natürlich hinbekommen. So. Das wäre jetzt ein Beispiel für eine surjektive Funktion. Sie sehen hier, wenn wir alle Elemente aus y angucken, da bleibt keins übrig. Überall endet mindestens ein Pfeil. Diese Funktion ist jetzt surjektiv, aber nicht injektiv. Das heißt, hier bei der 2 und bei der 3 zum Beispiel enden sogar zwei Pfeile. Das ist bei surjektiv aber erlaubt. Und auch hier gibt es wieder eine direkte Beziehung zur Größe der Menge, zur Mächtigkeit der Menge. Und hier ist es so, dass es so eine surjektive Funktion nur geben kann, wenn die Menge y höchstens so groß ist wie die Menge x. Und die letzte Eigenschaft, die wir in diesem Video angucken wollen, ist die Bijektivität. Und eine Funktion ist einfach bijektiv, wenn sie sowohl injektiv als auch surjektiv ist. Also wenn beide Eigenschaften gelten, dann soll sie bijektiv sein. Gucken wir dazu auch wieder ein Beispiel an. Wieder mit unseren Buchstaben und Zahlen. Wir haben so eine Menge A, B, C, D und E. Das ist die Menge X. Und wir haben eine Menge mit Zahlen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Das soll die Menge Y sein. Und die Zuordnung. Die soll jetzt so sein, dass sie injektiv und surjektiv ist. Das heißt, auf der rechten Seite, bei jeder Zahl, muss genau ein Pfeil enden. Also nicht mehr und nicht weniger. Und das können wir zum Beispiel so hinbekommen, dass wir halt so zuordnen. So, jetzt sieht man, auf der rechten Seite endet bei jeder Zahl genau ein Pfeil. Das ist sehr gut. Links haben wir natürlich von allen Elementen genau einen ausgehenden Pfeil, nicht etwa mehr und nicht etwa weniger. Das ist schon eine Bedingung, dass es überhaupt eine Funktion ist. Also das hat mit Bijektivität nichts zu tun, sondern das ist eine Forderung, die daraus folgt, dass es eine Funktion sein soll. Und eine solche bijektive Zuordnung gibt es natürlich nur, wenn die Mengen x und y gleichmächtig sind, also die gleiche Anzahl von Elementen enthalten. Funktionen selber kann man auch wieder zusammensetzen zu neuen Funktionen, zu komplizierteren Funktionen und das ist die sogenannte Komposition. Gehen wir also davon aus, dass wir zwei Funktionen haben, f und g. F bildet ab von x nach y1 und g von y nach z. Und die wichtige Bedingung ist, dass y1 eine Teilmenge von y ist. Das heißt, alle Elemente, die im Bild von f liegen, das heißt, die durch f erreicht werden, die muss g auch weiterverarbeiten können. Das heißt, so muss es weitergehen. Und dann definieren wir die Komposition der Funktionen g nach f als Abbildung von groß x nach groß z. Hier ist wichtig, dass es wirklich als nachgelesen wird, weil das f ist das, was man wirklich zuerst anwendet und auf das Ergebnis von f wendet man dann g an. Und das ist definiert durch die Funktion g nach f an der Stelle x hat das Ergebnis g von f von x. Warum das als nachgelesen wird, ist ganz einfach. Das machen die Mathematiker gerne, damit sie das so schön aufschreiben können, dass man einfach aus diesem Nach das einfach so hier direkt das F da reinziehen kann.
Gucken wir auch dazu einmal ein Beispiel an. Stellen wir uns vor, es gibt Kontonummern. Kontonummern 1, 2, 3. Das ist die eine Menge. Und wir haben eine Menge mit Kontoständen. Ja, da besteht ja ein funktionaler Zusammenhang. Jedes Konto hat irgendeinen Kontostand. Also hier sind, sagen wir mal, 1000 Euro drauf. Dann haben wir irgendwie nochmal 2000 Euro, 3000 Euro und vielleicht auch 5000 Euro. So, das sind die Kontostände. Jetzt brauchen wir noch eine Abbildung, die das irgendwie entsprechend abbildet. Konto 1 hat vielleicht 2000 Euro, Konto 2 hat nur 1000 Euro und Konto 3 hat, sagen wir mal, 5000 Euro. So, dann ist das hier unser F, soll unser F sein. Die Menge der Kontonummern ist das X. Die Menge der Kontostände, so wie sie hier drin stehen, ist das Groß-Y. Und das, was ich jetzt mal so striche, so drin, das könnte das Y1 sein. Und von den Kontoständen geht es jetzt weiter zur Kreditwürdigkeit. Und die Bank sagt vielleicht, kreditwürdig sind nur Leute, die mindestens 5000 Euro auf dem Konto haben. Und für die Kreditwürdigkeit gibt es einfach eine Menge, die kann sein Ja oder Nein. Das heißt, ist nur zweielementig. Und das ist unsere Menge Z. So, jetzt brauchen wir noch die entsprechende zweite Abbildung G. Und da nehmen wir mal vielleicht 'diese Farbe hier. So, und ich bilde ab die 5000 auf Ja und die 3000 auf Nein, die 2000 auf Nein und die 1000 auf Nein. Und das ist unsere Funktion G. Und jetzt natürlich die Frage, was ist jetzt G nach F? G nach F ist die Abbildung, die eben beides zusammenbringt. Und auch die male ich nochmal da rein. So, das soll jetzt G nach F sein. So, Konto Nummer 1. Kunde 1 hat 2000 Euro auf dem Konto. 2000 Euro wird auf Nein abgebildet. Wenn wir diesen beiden Pfeilen folgen würden, also von der 1 kommen wir auf die 2000, von der 2000 kommen wir weiter auf Nein. Das heißt, wir kommen direkt von der 1 zu Nein. Das heißt, in der entsprechenden Komposition der beiden Funktionen wird die 1 auf Nein abgebildet. Das gleiche machen wir bei der 2. Bei der 2 starten wir hier, bilden mit F ab auf die 1000, von der 1000 mit G auf Nein. Das heißt, insgesamt kommen wir wieder auf Nein. Das heißt, die Komposition bildet ebenfalls Konto Nummer 2 auf Nein ab. Und zum Schluss haben wir Konto Nummer 3. Konto Nummer 3 hat ein Guthaben von 5000. 5000 ist für die Bank kreditwürdig. Das heißt, G bildet dort auf Ja ab. Das heißt, wir bilden hier an der Stelle, die Komposition der beiden bildet auch entsprechend die Kontonummer auf Ja ab. Und das, was wir hier haben, das ist tatsächlich die Funktion G nach F. Weil wir führen zuerst F aus und danach G und deswegen haben wir G nach F. Und das ist auch schon die Idee hinter der Komposition von Funktionen.